Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ja, heute geht es um die Geschichte von unserem kleinen neuen Engel, nämlich die Mel. Und ich erzähle euch einfach, wie es zu einem dritten Baby kam. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, meine Lieben, die Mel wohnt jetzt schon ein bisschen länger bei uns und sie war kein Wunschkind, würde ich sagen. Felix war einfach nicht so einverstanden damit, dass wir noch ein Baby holen, weil er meinte, es sind zwei schon genug. Und bei Jane war er auch schon so ein bisschen skeptisch. Und aber ich habe trotzdem immer wieder ein bisschen geschaut bei eBay, Kleinanzeigen bei eBay. Weil ich das einfach immer mache. Ich mache es auch jetzt immer noch, weil ich einfach mich dadurch auch weiterbilde sozusagen, was die Bausätze und so alles angeht. Und dann habe ich die kleine Maus gefunden irgendwann und es war ja auch klar, dass einfach ein neues Mädchen einziehen wird, weil ich einfach schon das Gefühl hatte, ein Mädchen würde sehr, sehr gut hier reinpassen. Und dann habe ich sie halt gefunden und habe dann halt Felix gefragt, ob das denn okay ist und wie er sie findet. Er fand sie auch süß, aber er war sich halt echt nicht sicher, weil sie auch sehr, sehr teuer war. Sie hat 400 Euro gekostet, das ist schon echt viel für ein Baby. Habe ich so ein bisschen überlegt und habe sie noch nicht gekauft, sondern habe sie erstmal so beobachtet. Und sie war nach ein paar Wochen immer noch da und ich dachte mir, langsam könnte es doch mal sein, dass ich sie kaufen darf und ich möchte es ja, weil sie war echt unglaublich süß und sie war halt ein Baby, was wirklich total anders ist als meine jetzt, weil sie ist einfach so hochwertig und ich wollte halt ein richtig, richtig hochwertiges Baby, was halt noch besser verarbeitet ist als Jaden und Jaden ist schon echt gut und ja, sie war halt einfach perfekt und das war halt alles so schwer, weil Felix immer meinte, nee, und ich wollte ja auch auf meinen Führerschein sparen und ich hatte gerade das Geld für den Führerschein und dann kommt da so ein Baby daher und ist einfach total toll und man möchte es unbedingt haben. Ja, und dann habe ich die Dame angeschrieben, also nicht angeschrieben, es war über eBay und ich habe ihr einen Preisvorschlag gesendet von 380 Euro oder so, glaube ich, waren das. Und das hat ein bisschen gedauert, bis sie geantwortet hat. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, ist okay, also sie hat den Preisvorschlag bestätigt. Das heißt, ich habe Mel gekauft. So, das war eine relativ spontane Sache, weil ich nie im Leben gedacht habe, dass diese Dame das wirklich akzeptiert und ich dachte halt einfach, dass ich, wenn ich das jetzt mache, dass ich sie nie im Leben bekomme für den Preis und dann war es halt so, dass wir halt das ging halt alles, es war halt angenommen, der Preisvorschlag und ich hätte sie dann kaufen können. Also ich habe sie ja schon fast gekauft, so für 50%. So, dann habe ich zu Felix gesagt, ja, guck mal, Schatz, sie hat ja gesagt zu dem Geld und wollen wir das jetzt machen? Und dann hat er erstmal gesagt, so, nee, lass es mal, überleg's dir nochmal. Und ich dachte mir auch, ich überleg's mir nochmal, eine Nacht drüber schlafen. Und dann lag ich hier abends im Bett und habe sie bestellt. das war halt einfach Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Und ich glaube, wenn das ist, dann ist es halt richtig, das ist halt das, was ich immer sage, dass das halt so wichtig ist bei den Newborn-Babys. Und dann habe ich die Kleine gekauft. Am nächsten Tag habe ich dann Felix ein Foto geschickt, dass wir sie gekauft haben. Und er war halt auch glücklich drüber. Er hat halt auch schöne Smileys, so Smileys und Herzen geschickt und so. Und er mag sie ja auch. Aber er war halt einfach nicht so begeistert davon. Aber er war jetzt nicht so abwegig von dem Kauf und so. Und ja, dann, ich glaube, zwei Tage später habe ich sie bezahlt. Komplett auf einmal. Ich hatte ja das Geld. Seitdem ist die kleine Maus hier bei uns und macht unsere Jungsrunde ein bisschen frischer. Und ich bin echt glücklich, dass ich ein Mädchen habe, weil ich dachte vorher echt, ich bin total
die Jungsmama, aber das stimmt absolut nicht. Und wenn ihr da draußen das auch denkt, dass ihr einfach total die Jungs- oder total die Mädchenmama seid, probiert auch mal das andere Geschlecht aus, weil ich finde, das ist einfach total positiv, weil bei ihr war es jetzt so, dass sie wirklich, sie ist ein Mädchen und man kann einfach neu shoppen gehen, was ich jetzt natürlich nicht so viel mache. Und ich weiß nicht, es ist einfach total anders alles und ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass sie einfach so hochwertig verarbeitet ist. Vielleicht ist es deswegen, dass ich so positiv von ihr rede und so. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie einfach ein Mädchen ist. Klar, ich bin total Jungsmama und ich mag auch lieber Jungs. Aber ich würde jetzt nicht weinen, würde ich später ein Mädchen bekommen, wenn ich schwanger bin. Was bei mir ja auch so ist. Ich werde Mädchen bekommen. Ganz viele, so wie meine Eltern. Und ja, ich finde, Mel ist ein perfektes Baby, was bei uns reinpasst. Ja, sieht einfach auch ein bisschen ähnlich aus wie Jaden. Und Jaden hat ein bisschen Ähnlichkeit von mir, finde ich. Das sagen zum Beispiel alle. Und Lennox ist so der Papa. Und Mel ist so ein bisschen, ich weiß nicht, sieht ein bisschen aus wie ihr Opa. Kann man das sagen? Weiß nicht. Mel sieht ein bisschen aus wie, ich kann das echt nicht sagen. Ich glaube auch ein bisschen Felix? Nee, absolut nicht, oder? Was meint ihr, mein Lieben? Wie sieht Mel aus? Zu wem passt die besser? Ich weiß es nicht. Ja, aber Mel ist auf jeden Fall echt ein bezauberndes Baby. Und ich trage sie so gern, weil sie halt so echt fällt wie so ein echtes Baby. Schaut euch das mal an. Das ist so unglaublich süß. Und ja. Wie gesagt, seitdem wohnt die kleine Maus hier. Ich weiß nicht, wie lange haben wir sie jetzt schon? 2 Monate oder so. Ist auch schon ein bisschen und oh, sie ist so süß. Maus. Ja, ich glaube, das war es auch von uns, von dieser Geschichte jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie das mit den Kommentaren ist, das ist jetzt so, dass ich die nicht komplett ausschalten kann. Ich kann sie nur auf, ich muss sie genehmigen und das heißt, ich bekomme echt muss sie freischalten, also ich lese sie vorher durch, schalte sie frei und ab dann sind sie erst zu sehen für euch. Ja, das werde ich wohl dann mal machen. Das heißt, ihr könnt ruhig gerne Kommentare schreiben. Schauen wir mal, was da uns da so erwartet, ne Mel? Ja, meine Lieben, ich hoffe dann, euch hat das Video gefallen und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.